lieben Divine Master Creators, hier bin ich mit einem wunderbaren Video aus der Natur. Also es ist ein wunderschöner Tag und ich möchte mit euch über Selbstgespräche sprechen. Selbstgespräche als ganz, ganz wichtiger Faktor für deine Kreationen, für deine Manifestationen. Am liebsten würde ich unterscheiden zwischen Kreation und Manifestation, obwohl es letztendlich das Gleiche ist, aber eigentlich sind es zwei Schritte. Weil zuerst musst du kreieren, was du möchtest. Du musst wirklich wissen, was es ist, was du gerne haben möchtest, damit es sich im nächsten Schritt in deiner 3D-Welt realisieren, materialisieren, manifestieren kann. Und warum sind Selbstgespräche so wichtig? Weil Selbstgespräche sind deine Gedanken. Das sind die Gedanken, die du am Laufen hältst. Und deine Gedanken wiederum spiegeln deine Überzeugungen wider. Und das, wovon du überzeugt bist, das kreierst du. Und das manifestiert sich in deinem Außen. Und die Kontrolle deiner Selbstgespräche ist das A und das O. Weil was du dir den ganzen Tag denkst und vorsagst, wird sich in Realität, in 3D-Realität verwandeln. Und hier darauf zu achten, dass diese Gedanken, dass diese Selbstgespräche in Abstimmung mit deinem gewünschten Endzustand laufen, ist hundertprozentige Voraussetzung, dass du und dein Endzustand eins werdet. Solange du kontrahierende, gegenläufige Gedanken hegst, gegenläufige Überzeugungen aktiv hältst zu deinem Wunsch, wird dein Wunsch nicht realisiert, nicht materialisiert, nicht manifestiert. Und deine Gedanken zu überschreiben, deine Autopilotgedanken zu überschreiben, bedarf eine massive Entscheidung und eine massive Umsetzungskraft. Und es ist wichtig, dass du dich nicht davon irritieren lässt, was du im Außen gerade siehst und erlebst, weil du weißt, das ist nur ein Resultat deiner vergangenen Überzeugungen, deiner vergangenen Affirmationen und deiner vergangenen Gedanken und deines vergangenen Selbstgespräches. Achte auf deine Selbstgespräche. Achte auf diese Stimme in deinem Kopf. Ich habe schon oft gehört, dass Leute sagen, ja, da ist irgendwie ein Saboteur am Gange. Aber dieser Saboteur bist du, weil du es zulässt. Und diese sabotierenden Gedanken, diese sabotierenden Selbstgespräche musst du umschreiben, musst du verändern, wenn du ein verändertes Ergebnis möchtest. Du wirst genau erkennen, dass all diese Gedanken, die du immer wieder in deinem Kopf affirmierst, dazu das Instrument zu deiner Manifestation sind, zu deiner Kreation. Diese Affirmationen sind aktiv und dass du affirmierst für deinen Wunsch, du setzt fest, wie dein Wunsch ist, du bestimmst, dass dein Wunsch schon Realität ist, du lebst im Endergebnis, du affirmierst die ganze Zeit aus deinem Endergebnis heraus. Du führst deine Selbstgespräche aus deinem gewünschten Endergebnis heraus. Das ist das A und O. Und hierzu musst du dir über einige Sachen klar werden. Was ist dein gewünschtes Endergebnis? Was ist dein Wunsch? Was möchtest du? Und das Zweite ist, wie denkt jemand, der diesen Wunsch schon in Erfüllung hat, der das Ergebnis schon hat, der in der Realität des erwünschten Wunsches lebt. Wie denkt so jemand?
Und das musst du dir erarbeiten und dir immer wieder affirmieren. So lange, bis es das Natürlichste der Welt ist, dass du so denkst, dass du solche Selbstgespräche führst. Und damit kreierst du in dir die Person, die den erfüllten Wunsch schon hat, die aus dem erfüllten Wunsch schon herauslebt. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Ein kleiner Pusher, ein kleiner Inspirator für dich, dass du weißt, dass du einfach nur dich von deinem Wunsch oder von deinem Ziel getrennt fühlst und dass es an dir liegt, hier dieses Zusammenkommen, diese Einheit, diese Manifestation zu erschaffen, erschöpfen und zu kreieren. Ich bin Patricia Dender, meine Homepage ist mywellfeeling.com. Dort findest du viele Coaching-Programme, Video-Tools, Video-Coachings, die dir zu deinem bestimmten Problem helfen können, dich unterstützen können, zu einem Master, Divine Master Creator zu werden. Dort findest du VIP-Programme, meine Coachings. Ich unterstütze dich gerne und ich freue mich riesig, von dir zu hören. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Bye!